Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Nachdem wir beim letzten Mal versehentlich den Dämonenprinz dann irgendwie dann doch erledigt haben, sind wir mit den guten alten Arno Londo Express hier in irgendein Gebiet gekommen, was wahrscheinlich die umringte Stadt ist, wovon ich nicht wusste, dass wir jetzt schon in einer umringten Stadt sind. Aber hey, ne, es ist so. Die umringte Stadt. Daisy. So, ich habe da nämlich auch mal tatsächlich nachgeguckt, weil es mich interessiert hat, wie lange denn das erste DLC geht und ich gar nicht mitgekriegt habe, so wirklich, dass wir von einem DLC direkt ins nächste gegangen sind, weil, Ja, mit dir reden wir später. Obwohl, ne, machen wir jetzt. Nicht, dass du nachher irgendwie weg bist. They brought thee here, did they not? Dost thou the gods serve? Or merely that role affect? Ich diene den Göttern. A lie. Gut, gut erkannt. How wouldst one such as thee do service to the gods? Eine gute, berechtigte Frage. I know what it is thou desirest. The dark soul. No? Why else wouldst one deign to visit this dung heap? Give rest to thy falsity. I would be an ally to thee. If it is the dark soul thou desirest, then seek Filianor's church at the base of the cliff. There wilt thou the sleeping princess waken. Her slumber is a deceit, a lid covering an overgrown privy, a prop to keep thee from the dark soul of thine desire. Ja, so lache ich auch immer. I am a true friend to thee. Ja. Not yet human, the urge will soon begin to swell. To curse the gods and bring ruin upon this accursed heap of dung. If thou yet the... Okay, gut. Jetzt wiederholt er sich. Dann wollen wir jetzt einmal das Leuchtfeuer sowieso entzünden. Und... Ja, da machen wir einmal eine Reise. Und zwar nicht dahin, sondern zur Ariandel-Kapelle. Ja, weil das ist quasi das erste DLC. Hier sind wir schon im zweiten. Und hier haben wir noch einen Boss, den können wir erledigen. Sowas, ne, ist halt etwas, das muss man halt tatsächlich, wenn man es nicht weiß oder nicht durch Zufall mitgekriegt hat, nachgucken. Ist eigentlich relativ offensichtlich. Hätte man machen können, habe ich aber nicht. Ja, so. Und zwar haben wir ja hier vor so eine riesige Brücke. So eine schöne riesige Brücke. Schön, dass die Flammen bis hier draußen hören kannst. Diese Brücke kann man wohl zerstören. Ja, bisher noch nicht. Jetzt aber. Und dann funktioniert das ähnlich wie damals beim Dämonenkönig. Und können dann hier runterklettern. Ja, hätte man drauf kommen können, wirklich. Aber hätte auch ahnen können, dass sie denselben Trick im selben Spiel dann irgendwie zweimal verwenden. Aber nun gut. Ja, kann man machen. Und hier gehen wir jetzt den weiten, weiten Weg hinunter. Nur um dann halt irgendwann zu dem anderen Boss in dem ersten DLC zu gelangen. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass wir halt über diesen Weg hier hinkommen. Was mich hier alles genau erwartet, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der zweite Boss genau ist. Aber wir schauen mal. Wir haben da unter mir hier jemanden. So ein möchtegern Ritter. Ich glaube, der hat tot. Bin mir nicht ganz sicher. Ich bräuchte eigentlich den Katzenring, ne? Irgendwo hat noch jemand hier ein Darth Vader Atemgerät. Muss ja auch nicht sein. So, nehmen wir den Haarstallring hier weg und nehmen wir stattdessen den Katzenring. Für den Fall eines Falles, dass ich falle. So. Wow, was war das?
Ich weiß, was es ist. Und es gefällt mir nicht. Ja, okay. Soviel zur Echse. Echse.exe funktioniert nicht mehr. Aber es ist gestorben. Was? Gut, dann muss ich das Ding auch nicht mehr töten. Soll mir auch recht sein. Ja, Gott. So, weg mit dir. Hat auch tot, sehr schön. Hier einmal eine Glut. Ich weiß nicht, von wo ich hier beschossen werde. Ich weiß nur, dass ich beschossen werde. Was die Sache nicht besser macht. Ach, da ist er. Da ist er ja, der Kleine. Einen habe ich, glaube ich, hier von hinten, der mich hier die ganze Zeit nerven will. Lass das, Kollege, ja? Ja, so ist natürlich auch okay. Ah, nein! Verdammt! Au! Das tut weh! Was? Er lebt immer noch! Penner! So, jetzt aber. Meine Güte. Ich hasse diese Viecher, ne? Ich hasse sie. Haben wir da eine Krabbe? Ernsthaft? Muss das denn sein? Ich frag ja nur. So. Jetzt haben wir aber noch einen, der mich hier die ganze Zeit beschießt. Was ja nun auch nicht zwingend sein muss. Ja, Kacke. Ich würde den eigentlich gerne erledigen. Wenn das Wörtchen wenn ich wäre und wenn ich da überhaupt wieder hinkomme. Was ja immer so ein Zweierlei ist. Der ist da ganz weit oben, ne? Ach, da oben. Ach du Scheiße. Ob ich da wieder hinkomme, ist so eine andere Geschichte. Ja, gut, das war irgendwie klar. Ja. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch, ne? Oder vielleicht doch? Das ist auch noch ein Item. Greifen wir uns erstmal das Item. Bin hier einigermaßen safe. Anhängersäbel. Aha. So, wo springe ich jetzt runter, damit ich auch das hier überlebe und irgendwie überhaupt weiterkomme und so? Oh shit. Ja, gut. Ach, guck mal, da unten ist auch ein Leuchtfeuer. Ist ja schön. Aber erstmal will ich da oben hin und den Beppo erledigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort oben noch mehr Items gibt, die ich gerne einsammeln wollen würde. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich Millionär oder so ähnlich, ne? Wo ist er? Noch weiter oben. Da ist er ja. Nein, 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 nein. Oh. Ein Glück, da war eine Wurzel.
Wow, Alter. Das war so nicht gewollt. Nein, also wirklich nicht. Au. Nicht immer auf die armen kleinen Frauen hier. So. Jetzt bin ich natürlich auch hier, ne? Völlig orientierungslos. Weil ich jetzt nicht weiß, wie genau ich irgendwo runtergefallen bin. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal ganz kurz hier gucken. Ja, genau so. Genau so und nicht anders. Und so wollte ich gucken. Nicht. Nein, wirklich nicht. Das probieren wir nochmal. Bitte warten, bitte warten. Dass der Katzenring mich auch nicht vor so tödlichen Schaden abhält. Eine Katze würde das überleben. Mit Sicherheit. Na komm. So. Bitte warten. So. Ja, 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 ja. So geht es ein bisschen schneller. Okay. So. Dann sehen wir doch mal zu, dass wir jetzt das hier nochmal machen können, ohne runter zu fallen und dann festzustellen, oh, es gibt ja gar nicht irgendwie was Tolles hier. Sondern ich gehe den Weg quasi umsonst, aber naja. Man kann ja mal gucken, ne? Nicht so wohl, sonst hätte ich jetzt das hier nicht eingesammelt. Ganz wichtig. Und da sind meine Seelen. Ist ja schon mal schön. Ah. Invisible Flames for the win. So. Dann mal du da weg. Wo du stinkst? Nach Fisch. Nach anderen Konsorten. So, wie kommen wir jetzt da vernünftig hoch? Und dann vielleicht nochmal mit ohne runterfallen, das wäre echt ein Traum. So in etwa. Hi. Sehr schön. Der ärgert mich so schnell nicht mehr. Ich will ja eigentlich hier nur nochmal rumgucken, ne? Um zu schauen, was wir hier haben. Irgendwas ist gestorben, es könnte der Riese gewesen sein. Ach, hier ist einfach nur ein Rückweg, okay. Auch gut zu wissen. Ja gut, dann können wir uns ja ganz in Ruhe nach unten begeben und das Leuchtfeuer dort annehmen. Weil wegen, warum nicht? Ne? Eigentlich eine gute und berechtigte Frage, weil wegen, warum nicht? Dennoch gehe ich hier immer mit hochgehobenem Schild, man weiß ja nie, was kommt. Ach, da unten steht der Fackerspeier hier. So. Hat sich ausgefeuert. Du bist gefeuert! Hallo. Hallo. Hm.
So. Easy. So. Wo war jetzt das Leuchtfeuer? Ich hab's ja von oben gesehen. Das ist da hinten. Holen wir uns mal. Kann man ja mal machen. So. Ich hab beim Feuer entzündet. Gucken wir mal, dass wir die Krabbe hier wegkriegen oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Gute alte Eiskrabbe. Was ist da jetzt noch gekommen? Ach, noch eine, natürlich. Nimm nicht eine, nimm zwei Krabben. Ist günstiger. Alter. Wie wenig Schaden ich auch auf die Dinger mache, ne? Ist ein Hammer. Nein, eigentlich nicht. Alter, Summer. Summer, ist jetzt gut. Das hier. Eisstrahl oder was? Kacke, ich sehe nichts mehr. Ja, ich bin tot. Und so gut wie. Ja, jetzt auf jeden Fall. Kommt sie nicht mehr weg. Ich habe mich selbst irgendwie in die Enge getrieben. Doof wie ich bin. Aber kommt auch an, dass da plötzlich zwei von den scheiß Eiskrabben sind. Wo ist meine Seele? Da ist meine Seele. Ist das hier? Unwichtig. Okay. Gut, ich gehe da mal. Gehen wir mal nicht zu nahe. Ja, okay, gut. Die andere kommt so oder so. Nee, ist natürlich ein Traum. Und die kommt auch einmal in einen fetten Sprint. Ist ja nicht so, als wäre in der Vergangenheit irgendwie schon die normalen Krabben irgendwie ätzend gewesen. Nein, es muss natürlich noch Eiskrabben geben, die mehr aushalten und noch ätzender sind. Hallo? Ach, hinter mir ist wieder eine Wand. Was? Achso. Ach, da ist wieder so ein Eissturm. So, eine weg. Nee, gar nicht wahr. Ja, okay. Ach, leck mich doch. Es gibt's doch nicht. Hatte ein 40 HP, so wie ich eben. Mhm. Und dann noch sterben. Zwei von den Dingern sind doch echt mies. So. Jetzt aber eine weg. Und eine einzelne sieht schon ganz anders aus. Außer wir machen hier so weiter. Aber. Gut. Das Item, das hier eben irgendwo lag, ist wahrscheinlich ein Item von dem Beppo, der hier runtergefallen ist oder so, könnt ihr mir vorstellen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll, ne? Da hinten haben wir wieder die herzallerliebsten Bäumchen. Die haarigen Bäumchen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang will.
Ich weiß es wirklich nicht. Eigentlich will ich auch noch mal in eine andere Richtung gucken, ne? So. Okay, Hammerknochen. Noch so ein Bäumchen. Nicht mich in die Hand nehmen, das muss nicht sein. Noch ein Bäumchen. Mit Flammen. Gute alter Kerzenbaum. Was? Was auch immer du versucht hast. Lass es. Nee, im Ernst. Lass es. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen, ne? So gar nicht. Sieht man nach einem großen Areal aus. Das, weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge nochmal die andere Richtung an. Und schauen mal, was dort denn so ist, bevor ich jetzt sage, wie die Hälfte aller Items übersehe oder sowas. Schauen wir mal. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.